haben es unbedingt wollen. Also das war absolut ein Saisonziel und für uns eigentlich ein riesen Highlight. Aber dass es am Schluss so klar war, hätte ich nie gedacht. Aber wir haben sicher auch ein bisschen Glück gehabt, riesen Goalie. Da muss man ganz klar sehen, wo uns im Spiel gehalten hat, dass sie hätten auch ausgleichen können. Und dann weiss ich nicht, wie der Match läuft. Also von dieser Seite her, sicher, der Goalie hat uns brutal im Spiel gehalten. Und auf der anderen Seite sind sie super eingegangen. Jetzt, aus meiner Sicht, Kürsa Kibar, der Bayo und der Buchser sind Matchwinner. Wer würdet ihr am liebsten unterstreichen? Ja gut, grundsätzlich sind wir ein Team, aber ist klar, haben die den Unterschied ausgemacht jetzt heute. Auf der anderen Seite, eben, ohne die geht es nicht. Oder? Ohne Mitspieler geht es nicht. Und dementsprechend sind wir als Team eigentlich ja, siegreich gewesen. Also die anderen rundherum, die achern und machen und Bau auflegen, ja, die sind natürlich gerade so wichtig wie die, die halt am Schluss im Rampenlicht stehen mit einer Parade oder wenn sie das Goal machen. Kommen wir zu eurer Person. Nehmen an, das ist der grösste Erfolg in eurer Trainerkarriere. Ja, eigentlich schon, ja. Absolut. Das war auch ein riesen Highlight, weil wir wirklich ja, unbedingt das wollen. Das ist so. Und für mich ist es natürlich auch sensationell. Ich bin extrem glücklich und froh, eben, hat vor allem die Mannschaft das jetzt ja, so realisiert. Nach dem letzten Wochenende war es nicht so einfach gewesen. Aber ich denke, wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben gewusst, wo die Stärken liegen und Schwächen beim Gegner. Und das haben wir weniger Fehler gemacht wieder am Wochenende. Und das ist der Ausschlag. Vielleicht noch ein Wort zur Unterstützung der Fans. Ihr habt das versucht, im Vorfeld ein bisschen auszublenden. Ja. Jetzt, was sagt ihr nach dem Spiel? Es war ja, ja doch relativ gewaltig, ja, was hier gelaufen ist. Also auf unserer Seite natürlich. Die Gränicher, ich habe schon gesehen, wo wir an der Sammlung sind und so. Aber dass es nach so einem Ding gibt, das hätte ich nie erwartet. Das ist natürlich sensationell. Mhm. Aber eben auch Frick und so, das haben wir ja gewusst, dass das ein sensationeller Anlass jetzt war, natürlich beidseitig. Mhm. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir den Kübel geholt. Ich würde sagen, jetzt in der Meisterschaft gibt es nur noch das Ziel Double, oder? Ja, wir müssen mal schauen, dass wir am Sonntag wieder nüchtern sind, oder? Denke, das wird, nein, Spass, aber wir werden jetzt am Samstag sicher noch mal trainieren, jetzt oben tüchtig feiern und dann schauen wir, dass wir am Samstag um 4 Uhr wieder parat sind zum Trainieren und am Sonntag Eagles, aber wird natürlich nicht einfach. Ja. Aber das Ziel ist klar, wir werden wieder vorne reinkommen, das ist schon klar, aber es wird nicht einfach. Ja. Stichwort Feiern noch schnell zum Abschluss. Was ist jetzt noch so geplant? Was kommt noch auf euch zu? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich wirklich überraschen. Sicher ist, dass wir morgen Morgen Kopfweh werden haben. Und sehr wahrscheinlich eine schwere Nacht. Aber das spielt heute ab. Das soll auch so sein. Das muss so sein. Ja. Dann herzliche Gratulation auch noch vom AFV. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.